Letzter Spieltag in der DEL-Hauptrunde. Die Kölner Haie empfangen die Bietigheim Steelers. Und Moritz Müller wird nachträglich im Heimspiel geehrt für sein 1000. DEL-Spiel. Da gibt es die Plakette vor den eigenen Fans. Besonderheit in diesem Spiel: Konstantin Braun von den Steelers als Cable Guy im Einsatz. Hey, hast du vor lauter mich vergessen? Hat du auch, ne? Auch die Gratulation von Konstantin Braun für Moritz Müller und damit rein in die Partie. Die Kölner Haie vom Beginn an schwungvoll und mit der ersten richtig guten Aktion in der 5. Minute. Jason Best mit der Führung zum 1:0. Für ihn der 14. Saisontreffer. Aber was für eine Vorarbeit von Nick Balen durch die Beine. No-Look-Pass hier wunderbar in den Slot. Und Jason Best vollendet. Traumstart für die Haie, 1:0 vorne. Bietigheim zu Beginn der Partie etwas zu passiv. Dann aber der tolle Pass von Artwall auf Guillaume No. Und der mit dem Ausgleich, 1:1 in der 9. Spielminute. Super Pass durch die neutrale Zone und Guillaume No dann mit seinem 5. Saisontreffer kompromisslos oben links in den Winkel. Dieser Treffer hat bei den Kölner Haien ein wenig Wirkung hinterlassen. Aber dann in der 18. Minute dieser Konter. Und dann ist es Jason Best mit dem 2:1. Zweiter Treffer für ihn in dieser Partie. Toller Pass von Mark Olver. Und dann ist Best auf und davon durch die Schoner von Cody Brenner im Tor der Bietigheim Steelers. 2:1. Was für ein Geschenk schon wieder, ey. Ja, aber deswegen muss man doch jetzt so ein Tor. Und er hat es wieder getan, der Torschütze. Und das die Reaktion von Cable Guy Konstantin Braun. Im zweiten Drittel sollte es aus Steelers Sicht aber nicht besser werden. Köln aktiver, Olver auf Aubry und der mit dem 3:1. 23. Minute. Direkt und schnörkellos gespielt. Der Scheibengewinn in der neutralen Zone. Olver dann mit Übersicht und Aubry kompromisslos. Dann Powerplay für die Bietigheim Steelers, aber auch da auf einmal wieder Köln gefährlich. Jason Bass schnappt sich die Scheibe und versenkt in Unterzahl zum 4:1. Dritter Treffer in diesem Spiel für Jason Bass, den Unterzahl-Experten der Kölner Haie. Schöne Bewegung, kurzer Blick, trocken abgezogen und dann ist das Ding drin. 34. Minute und jetzt die Kölner Haie richtig in Fahrt. Nur eine Minute später auf einmal Landon Ferraro im Slot mit dem 5:1 in seinem 150. DEL-Spiel. Für ihn dieser Treffer, sein 6. in dieser Saison. Und die Kölner Haie machen weiter im zweiten Abschnitt. 38. Spielminute, da kommt Ture Son an den Puck. Und der mit dem One-Timer zum 6:1. Das Ganze in doppelter Überzahl bei 5:3. Und Ture Son einfach mal draufgehalten. Und das Ding ist drin. Meine Fresse, Alter. Ohne Zeit. Der Frust bei Konstantin Braun verständlich. Und auch im dritten Drittel dann die Kölner Haie. Da war ein bisschen das Tempo raus, bis Zach Hill dann in der 47. noch einmal den Puck versenkt zum 7:1. Die Vorarbeit von Moritz Müller. Und dann ist Leon Dubrava, der im dritten Drittel dann in den Bietigheimer Kasten kam, geschlagen. Aber auch von den Steelers noch mal eine Offensivaktion. 51. Minute. Tim Schüle mit der Ergebniskosmetik zum 2:7. Pass kommt von Maioni und dann ist Schüle am langen Pfosten zur Stelle. Keine Chance hier für Oleg Schilin im Kasten der Kölner Haie. Aber einen haben wir noch in der Schlussminute. Noch einmal die Kölner Haie. Aubry und dann das Schlitzohr Louis-Marc Aubry von hinten an die Schoner von Leon Dubrava zum Endstand. Zum 8:2. Die Kölner Haie qualifizieren sich damit auf den letzten Drücker fürs Playoff-Viertelfinale. Und für die Bietigheim Steelers ist die Saison vorbei. Die Steelers abgestiegen aus der DEL. Das erste Jahr war sehr gut und im zweiten Jahr haben wir nicht anknüpfen können.
Wir hatten auch ein bisschen Pech mit Verletzungen. Unser Torhüter ist ständig ausgefallen. Das hat natürlich wehgetan. Nichtsdestotrotz, ja, tut weh. Und ich hoffe, dass man einfach in den nächsten Jahren wieder angreift in Bietigheim und die DL wieder aufsteigen. Naja, jetzt haben wir erst gerade mal das Spiel gespielt. Schön, dass wir unser Zwischenziel erreicht haben, uns für die ersten sechs zu qualifizieren. Egal, gegen wen es jetzt geht, wir wollen weiter so unser Spiel spielen wie in letzter Zeit. Und ich denke, dann können wir eine gefährliche Mannschaft sein im Playoffs. Und es geht für die Kölner Haie in den Playoffs gegen die Adler Mannheim im Viertelfinale. Weil Köln 8:2 das letzte Heimspiel der Saison gewinnt und sich so auf den letzten Drücker für die Top 6 qualifiziert. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.